Ich freue mich, dass wir heute hier bei euch sein können und ein bisschen was über unsere Suchhunde, die Suchhundearbeit und das Training erzählen und vorzeigen können. Unser Rettungshundetraining, wo machen wir das? Wir sind hier. Wir sind ein Teil der Suchhundestaffel des Wiener Roten Kreuzes. Wir sind alles freiwillige Mitarbeiter. Das heißt, das, was wir machen, machen wir in unserer Freizeit. Wir kriegen dafür kein Geld, wir kriegen kein Hundefutter dafür. Wir kriegen, ja, das Einzige, was wir kriegen dafür, ist die Ausrüstung. Also immer wenn Häuser einstürzen und die Gefahr besteht, dass da noch Menschen drinnen waren, die Hoffnung, dass da noch Menschen drunter leben, genau dann werden Trümmerhunde gebraucht. Das ist eben die zweite Einsatzvariante, für die wir trainieren. Ihr könnt euch vorstellen, das dauert einige Zeit, bis der Hund da wirklich halbwegs sicher ist. Der muss auf seinen Trümmerhaufen, wo Glasscherben liegen, wo Stahl heraussteht, wo Ziegel herumliegen, wo Schutt herumliegt, dort muss der halbwegs sicher herumgehen, herumlaufen und wirklich konzentriert suchen können, ob hier noch irgendwo ein Überlebender in diesem Trümmerhaufen ist. Dieses Training dauert dementsprechend auch lange. Es dauert 2 bis 4 Jahre, bis ein Suchhund wirklich so weit ist, dass er eine Einsatzprüfung machen kann. Zu diesem Training, und damit fangen wir dann auch gleich an, gehört auch ein sogenanntes Gewandtheitstraining. Da muss der Hund lernen, gewisse Geräte möglichst ruhig und sicher zu überwinden. 3 davon haben wir euch mitgebracht und hier aufgebaut. Wir sind jetzt am 22. Mai bei dem Hundestaffelprojekt am DRG 23. Als Schulreferentin des Jugendrotkreuzes an dieser Schule ist es mir eine Freude, auch heute wieder bei einem Projekt dabei sein zu können. Dieses Projekt heißt die Hundesuchstaffel, kurz Hundestaffel oder wie man es halt sagt, eigentlich ist egal. Die Hundestaffel des Jugendrotkreuzes. Die Suchhundestaffel. Die führen heute vor, welche Fähigkeiten sie haben. Es gibt die Flächensuche, haben wir schon gehört, wo Leute im Wald gesucht werden oder wenn sie wo vermisst werden. Und ja, wenn auch bei Verkehrsunfällen und vor allem wenn zum Beispiel irgendwo eine U-Bahn einbrechen würde oder sonst irgendwas, da werden die Hunde auch eingesetzt, weil es ja Bereiche gibt in der Rettung, die die Menschen nicht mehr erfüllen können, wo man dann einen Hund braucht, einen kleineren, wendigeren. Das ist jetzt die Zu dem Projekt, das ist mir eingefallen, weil ich mir gedacht habe, die Schüler sind sicher daran interessiert, einmal kennenzulernen, wie die Hunde arbeiten beim Roten Kreuz. Und heute kann jeder sehen, dass sie nicht einfach nur Kuschelhunde sind oder sowas, sondern dass die wirklich was können. Die können nämlich Personen finden, sie können Kunststücke vorfinden, obwohl es bei der Rettung natürlich nicht so wichtig ist. Aber sie haben wirklich viele Fähigkeiten, die wir Menschen uns echt zunutze machen können. Allein der Aufstieg ist schon schwierig. Und dann alle 4 Pfoten darüber zu koordinieren. Das Tolle an diesem Projekt ist, dass die gesamte Unterstufe daran beteiligt ist, dass jeder Schüler 1 Euro, ein paar Liebe sogar ein bisschen mehr gespendet haben und dass wir das dem Katastrophenhilfsdienst übergeben können. Das Geld wird dafür verwendet, um neue Ausrüstung anzuschaffen. Das Rote Kreuz ist generell auf dem gesamten Bereich des Gesundheitssektors tätig in Österreich und auch speziell in Wien. Das heißt, von einer Betreuung zu Hause für Menschen, die sich selbst nicht mehr versorgen können, von Essen à la carte angefangen, über Heimhilfe, mobile Schwestern angefangen, haben wir eine komplette Palette des Betreuungsdienstes. Sehr bekannt sind natürlich die Kranktransportwegen oder die Rettungswegen, die man auf der Straße sieht, wenn irgendwo Notfall eingetroffen ist, um hier zu retten oder eben Patienten ins Spital zu bringen, vom Spital nach Hause. Der Katastrophenhilfsdienst des Wiener Roten Kreuzes bereitet sich für außergewöhnliche Ereignisse vor, sei das ein Großunfall, sei das, Gott bewahre, eine wirkliche Katastrophe, mit unterschiedlichsten Bereitschaften, sei es ein technischer Dienst, Verpflegsdienst, mit Bereitschaften, die besondere sanitätsdienstliche Versorgung sicherstellen können, aber eben auch mit den Suchhunden, wenn es darum geht, vermisste Personen zu suchen oder ein Haus eingestürzt ist, hier möglichst rasch Hilfe zu bringen.
Das ist gut. Und ich würde Sie gerne fragen, mit den Hunden, wie funktioniert denn das Zusammenleben? Sind die beim Roten Kreuz irgendwo dann immer abgestellt, bis sie gebraucht werden, oder leben die bei Ihnen zu Hause? Mhm. Haben Sie selbst einen Privathund, oder wie funktioniert denn das Zusammenleben? Nein, es sind alles unsere Haustiere. Das heißt, es sind unsere privaten Hunde, passt, die bleibt da. Es sind unsere privaten Hunde, die mit uns leben, die eigentlich immer bei uns sind und mit denen wir gemeinsam das Training machen. Das ist schön. Und wie gefällt dir das Zusammenleben? Hey du, hallo. Also ich wollte Sie fragen, ob Sie in Ihrer Jugendzeit, als Sie ein Schüler waren, auch solche Projekte auf die Beine gestellt haben. Hätte ich gerne, aber es gab damals leider nicht die Möglichkeit, solche Projekte zu organisieren. Damals war Schule in erster Linie eine Wissensvermittlung, mhm, und es wurden Projekte sehr selten von Lehrern organisiert und niemals von Schülern. Hat sich heute schon etwas geändert? Gott sei Dank hat sich vieles geändert. Dieses Projekt beweist es. Dort, wo Schüler sich kreativ einbringen können, ich glaube, ist auch die Lernleistung dementsprechend auch besser. Und wie beurteilen Sie das Projekt im Ganzen, was Sie so mitbekommen haben? Finden Sie, es ist gut organisiert, es ist eine gute Sache, funktioniert es gut? Wie sehen Sie das? Das Projekt ist bestens organisiert. Herzlichen Dank dafür. Ich weiß, was da dran hängt. Sehr viel Vorbereitung und Koordination. Und ich denke, das ist mein Eindruck, die Schülerinnen und Schüler haben großen Spaß bei diesem Projekt und sie lernen auch viel. Wir haben auch schon viel Geld gesammelt. Wir haben um die 700 Euro schon, haben wir schon im Bad da. Das werden wir im Roten Kreuz halt mitgeben. Beim Buffet selber haben wir auch Gewinn gemacht. So, es hat wirklich besser funktioniert, als wir uns es erträumt hätten. Möchten Sie noch etwas erzählen über die Schule, über andere Projekte, die auch einfach über die Schule? Es gibt bei uns so viele Projekte. Also es würde den Rahmen sprengen, etwas dazu sagen zu müssen, weil täglich wirklich tolle Aktivitäten stattfinden. Und diese Aktivität ist eine von vielen, aber eine sehr bedeutsame. Und ich finde den Inhalt des Projektes für sehr, sehr wichtig, nämlich eine Brücke zu bauen Richtung jener Menschen, die im Rahmen des Roten Kreuzes sich ständig dafür einsetzen, dass für unsere Mitmenschen dementsprechend Vorsorge getroffen wird. Und insofern beweist das wieder einmal, wie sehr die Jugend kreativ sein kann und wie sehr die Jugend auch ihre Position in der Gesellschaft betont. Und ich danke noch einmal ganz herzlich dafür, dass dieses Projekt stattgefunden hat. Danke. Ich wollte Sie fragen, Sie arbeiten ja beim Roten Kreuz mit als Mitarbeiterin. Bekommen Sie ein Gehalt gezahlt vom Roten Kreuz oder machen Sie das freiberuflich? Wie funktioniert das? Nein, ich mache das ehrenamtlich. Das heißt, ich bekomme nichts dafür bezahlt und ich spende sozusagen meine Freizeit. Es gibt Leute, die spenden Geld und ich spende meine Freizeit und arbeite beim Roten Kreuz. Und der Hund, bekommen Sie den nur für Staffeln, wenn Sie damit wo mitarbeiten, oder ist das Ihr eigener? Nein, das ist mein eigener Hund, mein Privathund, mit dem ich den ganzen Tag auch unterwegs bin. Und für meinen Hund habe ich eine sinnvolle Beschäftigung gesucht und ich finde, die Rettungshundarbeit ist eine sehr sinnvolle Beschäftigung. Das stimmt. Ja, es war sehr schön hier und es hat mich sehr gefreut, bei euch da zu sein. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder mal. Sehr schön, danke. Super, danke. Wie lange dauert die Ausbildung eines solchen Katastrophenhilfs- und Suchstaffelhundes? Das ist sehr unterschiedlich, aber so zwischen 2 und 4 Jahren muss man schon rechnen. Wir trainieren 2-mal in der Woche, einmal am Wochenende und einmal unter der Woche. Und es gehen schon sehr viele Stunden drauf. Das kommt halt darauf an, wie viel Zeit man investiert und wie gut das Team ist. Weil es ist nur das Team einsetzbar, das heißt der Hundeführer mit seinem Hund. Ist es nicht anstrengend für Sie, am Wochenende Zeit zu investieren in diese Art Arbeit eigentlich? Ja, es ist schon sehr anstrengend, vor allem leidet die eigene Familie darunter, denn der Rest der Familie bleibt zu Hause und ich gehe mit den Hunden trainieren, aber das nimmt man in Kauf. Du bist ja heute unser Chefkoch. Bitte berichte uns, wie ist die Lage in der Küche? Ja, sehr gut, wir haben gut verkauft und ich glaube, dass wir auch ein bisschen was fürs Rote Kreuz einbringen werden. Ja, in der Küche, wow, da haben mir viele Leute geholfen, zum Beispiel die Anja und ja, auch die Lisi. Ja, wir haben halt verkauft Würstchen, Frankfurter,
und ja, Obst, Salat, Säfte, Sandwiches, halt alles. Geschenk von euch ein. Na super. Es ist nicht ganz genau gezählt, aber es dürfte um die 700 Euro sein. Na super, ganz vielen Dank. Boah, super, Dankeschön. Ganz toll. Wir sagen ganz vielen Dank für die Aktion. Das hilft uns wirklich wieder ordentlich weiter. Danke. Naja, die Frage war es, prinzipiell fangen es von klein auf an, mit dem, 10, dem Moment, wo du einen Hund hast, mit 9, 10 Wochen, fangst du schon an, ihm Dinge beizubringen und irgendwann einmal... Ja. Und dann ist es halt irgendwann mal die High Five, aber das dauert. Also die High Five habe ich beigebracht, aber 3 Jahre. Ich kann nur sagen, ich finde das super, dass sich so viele Leute dafür engagiert haben, dass ich nicht alleine geblieben bin mit meiner Begeisterung, dass viele Leute hier sind, fürs Buffet arbeiten, Klassen holen. Und dafür möchte ich mich echt bei meinen Mitschülern bedanken, dass sie sich so dafür auch einsetzen.